Und weiter geht's mit... Du bist ein Star! Hol dich hier raus! Mit dabei Paluten, Hand of Blood, Le Floyd oder doch Frodo, Rezo, Gronk, Cold Mirror und Kelly aka Mrs. Velok. Viel Spaß bei der heutigen Folge Das Sims 4 Dschungelcamp. Herzlich willkommen zurück zu Die Sims 4. Ich habe ein ganz dusseliges Gesicht gemacht. Eurem Dschungelcamp. Liebe ist ein Star mit Franz. Ich bin in Weihnachtsstimmung und darum soll es heute nicht gehen, denn wir springen direkt rein in den neuen Tag des großartigen Dschungelcamps, auch wenn ich mit einem dusseligen Gesicht gestartet habe. Tut mir leid. Ah, so funktioniert das Gesicht. Gronk hat den Teller abgeleckt oder so in der Zwischenzeit. Ich weiß gar nicht, was er da gemacht hat. Gronk, geh jetzt mal aufräumen, weißt du? Die ganze Zeit hatten Le Floyd und Hand of Blood und Kelly, die hatten alle schon Dschungeldienst. Und Gronk hat es sich einfach vollgefuttert. Klängern war hier. Gott unser habe ihn sehen. Ja, arme Klängern. Der ist ja rausgevotet worden von euch. Wie kann man nur so herzlos sein, ja? Der Nackte ist weg. Gut, dafür waren sie das letzte Mal alle nackt. Das war der Gedenktag. Haben sie gezeigt, dass es ihnen gefehlt hat. So, Gronk, wenn du schon mal dabei bist. Haben salutiert. Wenn du schon mal dabei bist, kannst du dich nicht weiterentwickeln, wenn du nicht stark genug bist. Na gut. Genug. Gibt es irgendeinen Stärketrank oder sonst irgendwas? Die trinke dieses Serum, damit dein Sim kokett wird. Nee, ich glaube nicht. Oh, ich möchte keinen Kroketten-Gronk. Kroketten-Gronk. Hallo, ich bin Kroketten-Gronk. Uiuiui, schieb mich mal tief in deinen Backofen. Wow. Das kam anders, als ich es geplant hatte. Ja, aber es kam. Gut. Gregor. Sollen wir ein Mittagessen alles sammeln? Cool, genau. Es gab auch die Idee, dass wir die Campbewohner sich selbst überlassen könnten, indem wir ihnen zum Beispiel die Kühlbox mal wegnehmen für so einen Tag. Das machen wir aber nächste Woche. Ich habe gedacht, die nächste Woche könnte unter der Thematik Hungern stehen. Sprich, die müssen sich alles selber sammeln und Beeren sammeln und sich um die anderen Dinge kümmern. Und, also erstens mal Hand of Blood Respekt, was du aus der Höhle gemacht hast. Er hat die Steine aufgetragen und gemeißelt und Holz geschnitzt. Das ist das Spandauer Handwerk. Ahu! Oh Gott. Was ist los? Was ist in der Höhle passiert? Feuer! Feuer! Oh Mann, man kann hier nicht mal für 5 Sekunden weggucken. Nee, schon brennt der Stein wieder. Der Stein brennt, Leute. Wenn der Stein brennt, wisst ihr, es ist das Dschungelcamp. Aber Rezo ist schon wieder voll mit dabei. So, sag mal hier, Mr. Blood. Was ist da schon wieder los? Danke. Hunger hier, dann holt euch mal was zu essen. Ich glaube, wir sollten erstmal die Steine ersetzen. Oh, beide. Wie sie sich alle... Also, oh, Hunger, ich muss mal, Müll. Also, wenn Le Floyd Hunger hat, ist er aber schon so ein bisschen dramatisch. Sag mal, Hand of Blood ist nicht mehr so, ist er immer noch so der Mucki? Ja. Ja, voll. Alter, das ist ja krass. Das ist halt wirklich so. Also, wisst ihr Bescheid, die ne? Die Drinks gibt's übrigens im Honeyboy-Fanshop. Wenn ihr mal richtig Beef mit jemandem habt, ne, der Hand of Blood, ja... Euer Mann, der haut sich ordentlich Steroide rein. Ja, aber dann nicht passiert Vampire. Nichts. Nicht gegen Vampire. Nicht gegen Vampire, nicht gegen genau. So, Hand of Blood, leg dich nie mit mir an, alles klar? Ja. Warum? Du bist doch nur ein Mädchen. So, da hat er sich aber eine tolle Höhle gebaut. Und was ist das dahinter? Ist mir schlecht. Ja. Ja, es ist ein alter Mann. Ist das der Gronk'sche Brunnen? Du fliegst genau am Gesicht vorbei. Das tut mir nicht so hart. Okay, alles klar. Das ist der magische Wunschbrunnen. Nicht zu verwechseln mit dem satanarchäologisch-genialko-höllischen Wunschpunsch. Da kann man eine Münze reinwerfen und sich was wünschen. Man kann auch ein bisschen mehr reinwerfen, eine Gabe da bringen, dann hat man höhere Chancen. Aber ich bin der Meinung, dass das kriegen die halt haben nicht. Alle so viel YouTube-Money. Mit YouTube-Money kann so ein Wunschsprung gar nichts anfangen. Der hat nämlich keinen YouTube-Kanal. Wir können uns alles Mögliche wünschen. Wir können uns ein Kind wünschen. Wir wissen ja, was dann passiert. Dann heißt es nur, oh, du kriegst gratis ein Kind beim Adoptionsdienst. Das werden wir also nicht machen können. Aber alles andere,
Zufriedenheit, Fähigkeiten, jugendliche Kraft, Simoleons, Romantik. Also ich glaube, Rezo geht als erstes dahin. Der fühlt sich auch nicht wohl, der hat Hunger ohne Ende, geht gerade duschen. Der wünscht sich Romantik. Romantik. Der wünscht sich Romantik. Ja. Rezo ist der romantischste Mensch im ganzen Camp. Der ist richtiger Romantiker. Ja. Der geht sich jetzt mal die Romantik holen. Ey, Digga. Ey, jetzt habe ich gleich richtig Food. Okay, ich bin sehr gespannt, was passiert. So, hier meine Münze, die ich gerade auf dem Klo gefunden habe. Ist ein bisschen staubig. Kokett, ultimativer Flirt. Die wichtigsten Voraussetzungen für eine nächtliche Romanze ist ein kleiner Flirt. Also, worauf wartet Rezo dann noch auf zum Flirtmobil? AKA Kelly. Ah. Die kann ja auch mal das reinwerfen, aber da gucken wir erstmal. Die geht erstmal kacken. Ich glaube, da soll man das erstmal gerade nicht. Kelly geht kacken. Kelly geht kacken. Die lassen wir erstmal in Ruhe damit. Okay. Wie lange ist Rezo denn kokett? Für 4 Stunden, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Da kann er sich ja dann mal noch so ein Würstchen snacken. Wie wär's denn hier mit Grillen? Und wie wär's mit Würstchen? Ach nee, Rezo ist glaube ich nicht vegan oder vegetarisch. Nicht. Das weiß ich gar nicht. Manche Dinge spricht da so wenig drüber. Manche Dinge kriegt man nicht so direkt mit, vor allen Dingen, weil er ist in so vielen verschiedenen Videos und ich kriege das immer gar nicht alles so gebacken. Ich glaube, Rezo ist halt wirklich nur Zucker, so wie er drauf ist. Und ja, er stellt sich die Frage gar aber nicht. Das, was er hat, will ich auch. Geh mal zu Henno. Achso, der stand gerade da und hat den Stein angeguckt. Ey, was macht ihr beide da im Stein? Jetzt mal ganz for real. Was machen Paluten und... Paluten? Was ist los? Was ist hier los? Hilfe, den mein Doktor Körper! Plauder? Was? Ey, was ist denn jetzt hier los? Ich stecke irgendwie halb in der... okay. Hi, Kelly. Na, das ist unsere neue coole Wohnhöhle. Oh, cool. Sie ist getarnt. Ja, Mann, da ist auch das Batmobil drin und hier gibt es einen Kaffee und so. Komm doch auch mal rein. Hier regnet es auch ganz bestimmt nicht und da kommt kein Wasser durch, weil es ein holographischer Stein ist. Moment. Ich schlafe sowieso in dem Loch, also von daher kein Thema. Aber jetzt nur mal hier, so, es stinkt langsam so krass, da kommen doch schon die Fliegen. Ey, kannst du mal was zu essen machen? Ja, Hunger jetzt. Ja, was zu essen machen ist ja nicht mehr. Ich habe mir ja den Kühlschrank genommen. Also, wie lange brauchst du, bis du dein Würstchen durch hast? Dauert halt. Ist Kelly mit Kacken fertig? Ist Kelly ist damit fertig, gesehen. Ja. Die kann sich mal hier hinsetzen. Ja. Wir sollten wahrscheinlich, damit die Leute nicht mehr durch Steine durchgehen, weil das wird jetzt irgendwie wahrscheinlich ein Haupttreffpunkt, hier mal erstmal ein Selfie machen. Kelly stinkt schon wieder. Hier werde ich später mal, ich werde dafür sorgen, dass das nicht mehr passiert. So, jetzt! Go, Rezo! Go, Rezo! Komm, zeig ihr mal dein Hotdog. Wow. Hey, guck mal, mein Würstchen. Du bist witzig. Das war gar kein Würstchen, das war ein Cupcake. Ist sie so drauf eigentlich? Nee, ne? Ich weiß ist nicht. Egal, heute ist sie so, weil sie so beschwipst ist durch die kokette Art und Weise. Oh, du siehst aus wie gemalt, wirklich. Ja, es liegt an meiner Haarfarbe, die ist blau. Ja, wie so ein Cupcake, blau. Ja, finde ich gut. Daumen nach oben dafür. Daumen nach oben dafür. Und erstmal eine schöne Käsebämme. Die mag ich so sehr. Magst du auch Käsebämme? Also ich kenne nur Julian Bam, aber Käse Bam ist bestimmt auch gut. Wollen Sie sich mal ein bisschen unterhalten? Hallo, ich bin Liv Leuten, ich mische mich jetzt hier ein. Ey, der bricht mir jetzt gerade hier voll mein Liebes-Life ab und so. Voll nicht nett von dem. Hallo, ich bin mein Lagerfeuer, ich darf hier aussitzen, was soll denn die Scheiße? Übrigens, hier der Müll im Cap ist voll eklig. Gronk den ganzen Tag lang nur am Putzen, hier müssen wir was tun, hier müssen wir alten Mann mal helfen. Oh, der alte Mann könnte sich jugendliche Kraft wünschen. Ja, bitte. Ach, die wollen alle da zum... Oh, Kadi! Du Stinky-Winky! Kannst du Kadi bitte erstmal zum Brunnen schicken, ja, damit sie sich wünscht, nicht mehr zu stinken? Können wir gucken, sich etwas wünschen. Zufriedenheit. Das müsste doch eigentlich Zufriedenheit geben. Ja, durchaus. Das ist eine Möglichkeit. Boah, Alter, ey, das ist uns auch direkt in die Kamera gekommen. Oh, das ist meine Augentränen! Oh. Ui, oh, was? Sie ist glücklich? Und inspiriert. Kadi ist kreativ. Kreative Sims haben... Hey, der Wunsch, glücklich zu sein, stammte von Kadi. Der verflixte Wunschbrunnen hat das Glück an andere Sims in der Nähe verteilt. What? Ist sie sauer. Wo ist mein Glück? Hey, der Wunsch, glücklich zu sein, stammte von Kadi. Und jetzt haben andere Sims den Wunsch abbekommen, aber ich sehe es nirgendwo. Also, waren wohl nicht nah genug dran, vermute ich mal. Aber auf jeden Fall wurde ihr das Glück mehr oder weniger
verwehrt, ja. Das ist halt einfach so. Dann ja, dann muss ich halt duschen. Kadi geht duschen. Kadi geht duschen. Oh Mann, ey, so eine Scheiße. Jetzt geh ich mal voll so duschen hier. Ich bin auch dafür, oh, jetzt ist sie halt auch wirklich wütend, deswegen 4 Stunden lang. Es wird ein bisschen kontrovers im Camp. Eine wütende Kadi kann ich mir fast nicht vorstellen. Nee. Also eine wütende Kadi kann ich mir nicht vorstellen. Was machen die da drüben? Einfach alle wieder Hufe als Männersport. Alter, der wirft das durch die Wand. Der kann die Ponys werfen. Boah, der, ja. Anscheinend kann er nicht. Ich will jetzt nicht sagen, aber wirft dabei immer noch wie so ein 5-Jähriger, dem man das erste Mal einen Ball gezeigt hat. Alles klar. Der Kampf ist eröffnet, würde ich sagen. Das haut rein. Gronkh ist unterwegs. Will der auch zum Bodensprung? Nee, der hat Hunger erstmal. Erstmal was zu essen. Oh, jetzt gehen die alle da durch. Moment. Einen Moment bitte. Der Moment ist gleich vorbei. Bitte haben Sie Geduld. Der Moment ist gleich vorbei. Bitte haben Sie Geduld! Ich glaube, aus magischen Gründen können die Sims jetzt nicht mehr da durchlaufen. Vielleicht aus Gründen der Physik. Ja. Also ich würde sie jetzt weniger so magisch nennen. Barrieren, die dann in Steinen... Oh, wenn ich hier weiter esse, dann klingt mein Popo nachher wie ein Motorrad. Über Gericht beschweren finde ich sehr gut dazu. Wenn er was sagt dazu. Das ist ja ekelhaft. Was ist das denn? Da kommen ja die Fliegen. Ja, Papa, ich weiß. Nicht so lecker. Da stirbt man von, wenn man das isst. Ich glaube, der Julien-Klo da hinten hat irgendwie auch sowas gegessen oder so. Nee, war der Kuchen von der Kuhpflanze. Ja, richtig. Du sag mal hier, du hast heute Putzdienst. Dann muss ich das nicht machen. Dann kann ich mich meiner künstlerischen Seite frönen und so. Okay, sie redet mit ihrem Papa. Nicht, dass sie ihm nachher noch... Oh, hatten die schon dieses Gespräch mit den Bienchen und Blümchen? Weiß nicht, die haben auf jeden Fall gerade Gespräche über Geld. Und Sauberkeit. Wie geht's, also, Kadi geht's auch inzwischen wieder gut? Erstens mal, junge Dame. Hast den Scheiß wieder hier richtig. Umziehen und dann reparieren. Gott, was ist mit Rezo los? Nein, das sind die Falschen. Mach doch... die Hände küssen wollen, ist das süß. Ey, du, das war schon so ein bisschen schwul, aber ist okay. Ja, ich weiß, aber eigentlich habe ich dich gerade nur verwechselt. Weil, weißt du, das ist halt so und ja, ich habe aber nichts dagegen, also ich verstehe das. Ich finde mich auch ziemlich geil. Wie so ein Staubsauger 3000, weißt du? Nicht so behaart oder so, wie die Kelly da zum Beispiel. Hat er nicht gesagt. Aber jetzt hier du und ich, weißt du, ich glaube nicht, dass das was wird. Weißt du, er hat Dirty Slurf gesagt. Was heißt das denn? Yes. Ein bisschen können wir Rezo bitte wieder in die Nähe von Kelly bringen? Was wird wohl passieren, wenn Dr. Freud kokett wird? Falls es klappt, was passiert, wenn das Gegenteil eintrifft? Okay, die haben sich schon wieder gegenseitig angemacht. Keiner kann eine Floyd hier in dem Camp leiden und ich verstehe nicht, wie er das hinkriegt. Was macht er denn die ganze Zeit? Seine Zähne zeigen? Wahrscheinlich. Oh, das klingt definitiv nicht nach. Du bekommst... Liebe kennt keine Grenzen und selbst der Sensenmann konnte Doktor nicht davon abhalten, sich mit seinem geisterhaften Seelenverwandten zu vereinen. Sanvi und Doktor sind soeben gute Freunde geworden. Sanvi ist eben die Freundin von Doktor geworden. Okay, das ist das nächste Level von Kokett. Man denkt sich einfach seine imaginäre Freundin und die wird wahr. Geisterhaft. Sanvi ist das. Moment. Sanvi ist aber dann nicht irgendwie die geisterhafte Variante von Sami Slavani Salami. Oh, ich weiß nicht, ob Dr. Freud vegetarisch ist. Ich glaube nicht. Von daher kann das durchaus. Ja, wir haben dann halt noch einen Geist mehr im Dschungelcamp und es ist halt die Feuer! Oh. Kelly brennt! Kann ich bitte hier löscht sie! Nee, es ist ein Löschbubel.
Oh, Enno brennt! Enno brennt! Oh, ist schon alles okay, alles gut. Löscht er Enno? Ich weiß nicht, löscht er Enno? Ich glaube nur den Stuhl, ne? Oh! Er löscht wirklich nur den Stuhl! Oh mein Gott! Oh! Weil es ein bisschen knapp, unser Muskelprotz hat es halt jetzt fast hinter sich gehabt und geht ja erstmal spontan duschen. Wie selbstgefällig soll ich mein Erzfeind, lösche ich nicht. Aber den Stuhl, den finde ich wichtig. Oh, wir haben Geist, der aufräumt. Das ist meine neue Freundin und die... Das ist das beste Weihnachten der Welt. Nee, ist nicht. Ey, hier, ich kann gar nicht aufräumen, ich bin ein Geist. Er beißt schon wieder, Gong. Das scheint besonders gut zu schmecken. Und seine Freundin steht jetzt daneben. Alter, das ist unverschämt, sagt sie. Seine Freundin ist übrigens alt und hat Hängebrüste. Nur mal erwähnt haben, falls es nicht aufgefallen ist. Dr. Freud ist halt mega alt, ne? Als Vampir. Stimmt. Ich weiß nicht, aus welchem Jahrhundert die ist. Der ist ja schon immer auf YouTube. Ja. Es ist nicht so, dass ich jetzt mitbekommen hätte, wann der angefangen hat. Der ist schon immer da. Der war auch auf dem Mittelalter-YouTube, war der schon. Oh, shit. Ja. Was ist denn mit Palle los? Palle ist wütend. Ah, wir haben ja aktuell Voodoo am Laufen hier im Camp. Was hab ich? Ich hab nichts gemacht. Du hast gar nichts gemacht. Er könnte sich ja dann dementsprechend auch mal Zufriedenheit wünschen. Ja. Das hilft ja gegen Wut und... Oh Gott, guck dir mal den Kopf am Brunnen an. Der ist ein bisschen verrückt jetzt. Oh fuck, der hat ein bisschen Spaß. Wir sollten jetzt nicht irgendwie was wünschen, glaube ich. Oh Gott. Das ist neutral. Das ist positiv. Also positiv. Geilo! Das klappt nicht! Das funktioniert, wie schön! Für 2 Tage immer sonnig! Lol! Das ist das, was Rezo normalerweise hat. Palle war einen Moment trunken vor Glück. Solch eine Freude ist ansteckend. Alle glückliche Stimmungen von Palle halten länger an als gewöhnlich. Geilo! Oh, ist das schön! Das ist wirklich schön. Das kann sich an Kadi ranmachen, die super wütend ist. Happy. Kadi ist momentan inspiriert. Herrlich, wir können ja ein bisschen quatschen. Tag verschönern, Klopf-Klopf-Witz machen. Also. Was macht Max eigentlich gerade? Ach so, ja, richtig. Sehr gut. Der duscht ja sich gerade nochmal völlig gesund. Durch. Oh, das ging aber schnell. Ja, fühlt sich jetzt aber ganz zufrieden, weil er das alles durchgestanden was hat. Was wünscht sich denn Henno? Was wünscht sich so ein Henno? Eine Fähigkeit, oder? Ich glaube auch, dass er sich eine Fähigkeit wünscht. Er wünscht sich einfach noch besser zu sein als... Ja, hasch mich, ich bin der Frühling. Das passiert, wenn er in die Waldorfschule geht. Zack. Und? Oh, das scheint auch zu klappen. Nice. Hat Max etwa gedacht, eine Münze würde genügen, um eine Fähigkeit zu erlangen? Nein, er muss dafür arbeiten. Aber sein Wunsch verhilft ihm beim Aufbau von Fähigkeiten eine Zeit lang zu einem Boost. Na gut. Das bedeutet, er kann jetzt zum Beispiel, könnten wir Tanzfähigkeit verbessern. Indem wir einfach mal ein bisschen Musik hier anmachen. Weil dann können wir nämlich LeFloid zum Tanzbattle herausfordern. Was wollen wir hören? Lied, klassisch, nee, Kinderkruse, Pirel, Barock, Backyard, Alternativ, Hardcore. World, Nu, Disco, Pop, S-Pop, Schlaflieder, Twin Pop, Winterzauber. Er will eigentlich Hardcore. Also so richtig Metal. Von daher sage ich einfach Kinderkanal. Backyard. Okay. Und dann kann er nämlich hier tanzen. Kinderkanal wäre richtig gut gewesen. Tanzen üben ist, glaube ich, eine ziemlich geile Möglichkeit. Mhm. Weil dann gibt es ein Dance-Off. Ein richtiges Break-Dance-Battle-Break-Off-Dancen. Okay. Weiß Bescheid. Jo, das kann auch ja, schon ganz er braucht es. Oh, Rezogramm, alles klar. Rezo gleich so, hey, cool. Jo, tanze ich mit. Klar, mach ich mit. Boah, ich fette voll gern Basketball spielen. Das wäre so geil. Wir können übrigens auch mal einen Basketballkorb ins Camp stellen. Das wird eine Challenge. Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Das wird eine richtig gute Challenge. Ah, okay, Gronk muss ich noch jugendlich nein, Kadi, hör mal auf. Ich wusste es. Die Lampe brennt. Achso, die Lampe brennt einfach nur, ja gut. Oh, Gronk gleich so, oh, was ist hier los? Oh, da muss ich aber gleich mal wach werden, was soll denn das? Ui, Feuer, ui, Feuer. Aber gut, dass sie erstmal alle drauf zeigen. Henno ist halt der Mann der Stunde. Sehr gut. Ich hab das Gefühl, irgendwer spielt. Ja, alle da. Komisch. Alles da, alles gut. Oh Gott.
Also jetzt hat ein bisschen länger gedauert mit dem Löschen. Gut, dass wir versichert sind. Oh nein, Gronkh, du hast doch heute deine Aufgabe, dass du dich um alles kümmerst. Bewässern, jäten. Was ist mit Gronkh los? Sehr verspielt. Geisterhaftes Kichern. Ein schelmisches Gespenst bringt jeden Sim zum Kichern. Oh, sie ist schelmisch. Na gut. Also das ist immerhin wenigstens ein Gronkh lustiger will. Geist. Ui. Hihihi, ich bin eine Komode. Witzig. Hui, buh, spooky, spooky. Können wir auch ein bisschen miteinander anfreunden hier. Ja. Hier zum Springen anstacheln. Jetzt, auf geht's. Also, oh, ein also, Geist. Henno muss ja im Endeffekt immer noch Intrigen spinnen. Ja. Yeah. Alle ein bisschen gegeneinander aufstacheln. Oh ja. Und wie? Also Kommt nicht nur ein bisschen. Jeden. Kari ist am wütend dancen. Das ist okay. Aber richtig gerade eben... Sie soll jetzt rausschütteln. Meinst du, sie macht jetzt gerade den Freshmeister D? Jo. Yo, ich bin Fresh Gumbledore, back from the underground, back to more. Wir hätten eigentlich ihr Alien-Ich zu Fresh D machen wollen. Das wäre lustig gewesen. Oh Mann, jetzt will ich immer scheiße. So. Weißt du was, ich glaube, die ist so das sauer. Das hat geklappt mit dem zum Springen anstacheln. Jetzt will ich noch mehr Leute anstacheln, Dinge zu tun. Unfug, zu falscher Party einladen. Oh, das ist aber fies. Aber ist okay. Rezo findet es witzig. Rezo weil Rezo wird eine finden. Party draus machen. Richtig. Ey, Bodo ist bald Geburtstag, weißt du das? Ja, aber er hat doch gerade Geburtstag. Ich glaube, er hatte Geburtstag. Ja, ich weiß nicht, das habe ich nicht mitgekriegt. Kriegst du was auch immer nicht mit. Aber auf jeden Fall fand er das ganz lustig. Was ist hier los? Hey, ich unterschreibe dir jetzt alles, was du mir vorlegst. Ich habe nämlich Geburtstag. Wenn es ein Computer ist, dann kaufe ich dir ihn einfach. Schreibe ich dir einen Check, kein Problem. Oh, wir müssen zu Caddy auch noch schelmisch sein. Was ist denn? Wieso hat er. Behaupten, kriminelles Superhirn zu sein, das ist keine Behauptung, das ist wahr. Naja, ich weiß nicht, ob kriminell. Hey Mann, ich klaue Smaragde und steck die Kindern in die Augen. Kann ich den Kelly bei der Mühle. Ich habe gerade mitgefühlt, Aliens können ja die Gefühle anderer mit übernehmen. Oh krass! Ja, zack. Da. Dann kann sie sich halt einfach seine Selbstsicherheit mit aneignen. Krass. Das ist ziemlich praktisch. Und ich kann seine Persönlichkeit analysieren. Gott, oh Gott! Wissen wir jetzt mehr? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Wieso ist auf jeden Fall nicht mehr kokett? Ja. Schade, ein bisschen verpasste Chancen. Können wir ihr nicht ein Ständchen bringen? Ich meine, ja, müssen wir. Wir haben ihr doch versprochen, ein Lied nach ihr zu benennen. Richtig. Oder so. Richtig. Oh, Paluten ist der neue Nackte. Es ist wirklich wahr geworden. Versprechen, ein Lied zu widmen, das ist es nicht. Das hatten wir schon. Ich glaube, wir müssten ein Lied, glaube ich, sogar schreiben oder sowas. Warte. Also, wir haben eine Gitarre hier. Wir haben hier eine Gitarre. Die musst du, glaube ich, platzieren, oder? Nee, ich muss warten, bis ich... Was kann sein, weil die kaputt ist? Oh, Mist. Na. So. Bla bla bla. Ständchen bringen. Ständchen bringen mit Gesang. Oh, ja. Das wird süß. Sie hört gar nicht zu. Doch auch. Die Gitarre ist so heiß, Alter, dass sie erstmal gleich brennt. Können wir die Gitarre löschen, bitte? Können wir bitte... Die Gitarre brennt? Nee, der Boden brennt. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall war das einfach eine... Der Song hatte einfach Feuer. Das ist halt abnormal, wie oft das brennt. Wirklich, es ist das abnormal. Oh nein, die Gitarre ist wieder hin. Sag ich doch, die Gitarre ist wieder... Soll wohl nicht sein mit dem Song. Kannst du das vielleicht einfach mal nicht am... Oh, sie ist jetzt kokett wegen dem Lied. Süßes Ständchen für 8 Stunden. Anspringen. Muss anspringen. Einfach nur anspringen und anspringen. Knollen. Anspringen. Dann machen wir einen mutigen Anmachspruch, weil wir sind ja gerade selbstsicher wegen dem Song. Ja, zu Recht.
War halt richtig gut. Ey, ich hab das Feuer gelöscht. Und oh, dein mein Herz. Hey, du. Oh, mein Herz brennt. Du bist gar nicht Paluten. Aber ich bin Kelly. Noch irgendwelche anderen Sachen machen? Dieser Rezo, der hat schon einen ganz hübschen Kamm auf dem Kopf. Boah, wie Paluten gerade guckt auch. Und kann ich so, oh, ja, woher hat er den Sack? Müll? Manche Dinge muss man sich aber nicht angucken. Nein, das ist einfach nicht, das will man einfach auch nicht. Gronkh! Gronkh war noch nicht am Brunnen, ne? Nein. Der könnte sich mal ein bisschen jugendliche Fitness jung, wünschen. Jung, jung, jung. Jugendliche Kraft wünschen. Oh, oh, ja, er braucht jugendliche Kraft, weil er ist ja auch nicht nur ausgesaugt worden, er ist auch völlig fertig. Los, Gronkh, jetzt. Uiuiui, ui, ui, das wird richtig witzig. Ich werf da jetzt mal ein Männchen rein. Dupp-di-stupp-di-bu. Aber er soll nichts abbauen, sondern ja? Lava von oben. Wir kennen diese Brunnen. Oh, das sieht gar nicht schlecht aus. Ui. Zeit. Die Zeit meint es zweifellos gut mit Gregor Onk. Seine Gesamtlebenszeit wurde um ein paar Tage verlängert. Ja, das ja, war gut. Fanservice für euch. Das ist schon mal schön. Gronkh lebt jetzt länger und kann mehr Let's Plays machen. Was sind denn das alles noch für Elixiere hier? Energiegeladenes Serum. Dann trink nochmal das mal hinter. Ja, richtig. Dann ist er energiegeladen und, jünger. Also er lebt länger, sagen wir es einfach mal so, ne? Jünger werden ist eigentlich cooler als noch länger leben, weil länger leben heißt dann länger alt sein. Und wenn du jünger wirst, lebst du ja eh länger. Ja, du kannst natürlich auch jünger... Oh, die zwei haben sich nebeneinander gesetzt, ans Feuer. Du kannst natürlich auch jünger sein, aber genauso lange leben, also in der Anzahl der Tage. Das war kein Einschlafen, gutes plus 100.000. Das schlaf gut. War kein gutes Elixier. Ja, die können auch negative Auswirkungen Ich muss halt haben. Sagen, der muss, also er muss aufpassen, dass LeFloid die nicht in den Arsch beißt. Beißen ist, glaube ich, dann noch sein kleinstes Problem. Stell dir das mal vor. Stell dir mal vor, Poluten fällt da aus Versehen drauf. Nee, stell dir mal vor, LeFloid kommt und denkt sich, boah, den sauge ich jetzt nochmal aus und hängt dann in seinem Pops. Was ist mit... Ah, Hand-of-Blood erzählt wieder sich selbst ein paar Witze. Oder hat... Ich will es einfach auch nicht so näher. Er ist halt verrückt. Wenn die beiden nicht hier mal wieder so ein bisschen irgendwie was für sich unternehmen, Dinge tun, haben wir nicht irgendwie so... Zu Julien Klo. Nacktbaden zusammen, sollen zu Julien Klo gehen. Ja, einfach hier, da sind sie ungestört. Geist ins Jenseits entlassen, Inschrift lesen, um ihn trauern, nee, Verbindung zur physischen Welt stärken. Was will ich jetzt wissen, was das bedeutet? Warum müffelt das da? Erweckte Pflanze entsorgen, mach das mal. Lassen sie Gronkh da liegen, jetzt treten wir noch drauf. So sind sie, die YouTuber. Da denkt sich halt einfach auch jeder, okay, das hat so semi geklappt. Und jetzt auf jeden Fall die Pflanze entsorgen. Können wir im Busch irgendwas machen? Wie ein Champion pieseln. Müssen wir das? Nein. Können wir in dem Busch was machen? Zusammen leider noch nicht. Dafür ist die Beziehung noch nicht fortgeschritten genug. Können wir mit dem Baum irgendwas mal angucken? Guck dir den Baum an. Das ist aber ein schöner Baum. Ja, den ja. Kann ui, man ui, sich mal angucken. Uiuiui. Dafür geht es mal baden. Ja, der lange Weg wäre ja doof. Also, Palle holt sich ein Würstchen. Ist okay. Oh, Risa hat seine Gitarre nicht genommen. Was ist mit Hanno los? Von Geist geschockt. Ach so. Ja, komisch. Stimmt ja, die Freundin von LeFloid spukt hier noch so rum, ne? Das geht ja gar nicht. Die alte Hängebrunnenfreundin. Haben wir jetzt noch irgendjemand, der nicht mit dem Wunschbrunnen interagiert hat? Das würde, müsste ja auch dann da stehen. Da müssten wir ja hier. Kelly, gucken. Oder? Kelly hat er noch nicht. Nee. Ich glaube, Kelly war noch nicht. Kelly war noch nicht. Was wünscht sie sich denn? Ganz viel Geld, Zufriedenheit, Romantik, jugendliche Kraft, Fähigkeiten wünschen. Ich würde da nochmal Kindwünschen machen. Nee, da passiert ja nichts. Auch wenn es richtig gut ist? Dann kriegt man, glaube ich, nur eine Gratis-Adoption. Ach, haben wir ein Kind langweilig. Im Dschungelcamp? Das ist auch langweilig. Das stimmt, nervig. Romantik wäre da, glaube ich, nicht schlecht. Aber die hat sie schon, die braucht sie das nicht. Das stimmt. Also eine Fähigkeit wäre vielleicht noch ganz spannend, damit sie hier noch mehr erreichen kann. Kelly und Hanno, geht das? Geht, das geht. Wo hat sich da Hanno gerade gekratzt? Ich will es gar nicht wissen. Oh mein Gott. Deswegen ist sie auch entsprechend angespannt. Wir könnten hier einfrieren, bis es aufhört zu jucken. Der temperamentvolle Wunschbrunnen hat genug davon, dass Kelly im Leben ständig Abkürzungen nehmen möchte. Nach dieser Gehirnwäsche wird es Kelly ganz schön schwer haben, ihre Fähigkeiten zu verbessern.
Schade. Oh, Winnie Bittergeist. Aber sie ist so kokett, dass ihr das total egal ist. Ja, die kann jetzt mal zu Rezo kokett sein und da mal ordentlich Rambazamba machen. Was ist denn hier überhaupt? Wer steht denn hier rum? Da können wir mal hier so Hände küssen und so. Ja, Hände küssen ist immer gut. Wenn die beiden sich einfach gut verstehen. Ja, Muskeln zeigen. Hand of Mirror. Cold Blood. Cold Blood. Cold Blood ist ziemlich cool. Das wäre dann Cold Blood. Wäre so vom Humor auch sehr interessant. Das stimmt. Das wäre trockener, dummer Humor. Oh nein, Kelly hat eine Abbiegung genommen und ist bei Palle stehen geblieben. Wehe, die küsst ihm jetzt irgendwas. Der ist nackig. Ich bin einfach nur ein bisschen geschockt. Hey Mann, was ist da los? Es wird doch regnen. Du hast nichts an. Ich bin Paluten und ich bin cool und du bist jetzt meine Freundin, weil du hast gerade meinen Busch berührt. Oh nein. Feuer! Ach, unglaublich. Immer wenn das Spannendes im Camp passiert, brennt es. Oh. Also ich glaube, ich bin dafür, dass ich das Lagerfeuer zumindest mal für 2-3 Folgen einfach auslager, weil immer wenn irgendwas Cooles passiert, brennt das Camp. Ich will halt endlich mal, dass jemand verbrennt. Das wird halt einfach nie passieren. Warum gucken jetzt alle Paluten an? Wieso hat er gerade das so gemacht? So, ohoho. Angst. Dann denken auch alle an ihn. Ja, weil er nackig ist. Okay. Löschen. Nein. Kelly wollte Rezos Dinge küssen. Sie hat aber Palle vorher geknuddelt, als gäbe es keinen Raum mehr. Nein, sie hat ihn nur umarmt. Aber richtig umarmt. So, nein, so wie man... Splitti-Fasi-Nackti. Ja, aber sie war nicht Splitti-Fasi-Nackti. Wie ist denn das jetzt eigentlich hier mit dem, verrückten Plan vorschlagen. Brillante Ideen mitteilen, das klingt doch auch nicht schlecht. Die beiden sollen sich vielleicht mal wieder ein bisschen annähern, ich weiß nicht, ob das klappt. Weiß ich auch. Wir können auch sonst noch ein bisschen tanzen trainieren. Das ist sinnvoller. Ja. Move präsentieren, Arm Charm. Wir können ja bis jetzt nicht sonderlich viel, deswegen sollten wir jetzt mal ein bisschen üben hier. Der Arm Charm. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it. I like to move it, move it. Ja. Das ist der Henno. Das ist der Henno. Das kennen wir. Kleine Flashbacks. Das sah nicht schlecht aus. Das sah wirklich nicht schlecht aus. Können wir dann noch was anderes präsentieren? Wie einfach prinzipiell tanzen. Wieso fühlt er sich unwohl? Er hat sich am Giftfeuerblatt gekratzt und jetzt hat er unerbitterlichen Juckreiz. Was ist los? Oh Leute, ich hab gehört, du hast dich mit Dr. Freudern gefreundet. Das ist ja super. Das ist mega. Danke, Lengan. Geh mal wieder in die Realität. Lass uns hier in Alter, Ruhe. Alter, aber wir haben uns halt wirklich mit ihm auch ein bisschen angefreundet. Was machen die da drin? Das sieht ja nach einem dunklen Loch aus. Ja, der gute ganze Berg, darin schlafen die halt, ne? Das ist halt ihre Klar. Wohnung. So, also ich glaube, jeder hat den Brunnen jetzt einmal bedient. Ja. Hufeisenwerfen ist nicht so groß im Kurs und so. War nicht nur blöd. So, wieso? Meditieren. Okay. Palle geht jetzt erstmal meditieren. Wieso? Oh. Nackt. Okay, gut, das ich ist. Ich weiß nicht, ob er nackt bleibt dabei. Fitnessfähigkeit bei Kadi. Aber ich möchte nochmals darauf hinweisen, dass ich Rezo und Kelly immer noch nicht Knutschen gesehen haben. Und da stand ein Trank. Er macht's nackt. Zum Glück hat er sich auf einem flachen Felsen gesetzt. Bedürfnis deines Sims, alle Bedürfnisse des Sims werden erfüllt. Das könnte man doch mal bei irgendjemand, bei dem es jetzt ganz schlimm aussieht, durchaus mal versuchen. Ja, so dramatisch ist das heute gar nicht im Camp. Die halten sich echt alle ganz schön. Hier wird ein bisschen gedanced. Oh, könnt ihr zusammen tanzen? Besser nicht, so wie sie tanzt. Erstmal hier hingehen. Dann eventuell so ein bisschen hier, ne? Stehen, sich angezogen fühlen und so. Das ist in der Kinderdisco. Nein! Wir sind ein bisschen zusammen gedanced. Tanzen mit geht, glaube ich. Ich glaube, es müsste hier irgendwo kommen, dann eigentlich. Ja. Ja, weil hier haben wir keinen Tanzen mit. Oh Gott, was? Was ist da? Er setzt sich jetzt hier hin. Oh. Hey, weißt du was? Mittanzen und mit ihr
quatschen, während ja, sie tanzt. Schon. Das geht eigentlich voll klar. Und dann Haluden hat die Wellness-Fähigkeit. Die braucht noch. Die Wellness-Fähigkeit, die ist großartig. Vor allen Dingen, auf Maximallevel kannst du dich teleportieren. Oh, ich will wissen, was Wieso und Kelly machen. Wenn die schlecht reagiert. Ah, oh, ich lasse mich wieder mit einer Marionette mit mir spielen, deswegen höre ich nicht auf das, was Hand auf Blatt sagt. Schlaues Mädchen. Schlaues Mädchen. Aber... Oh. Da springt die Brüste wieder davon. Ja, Wieso? So ist das halt. So zerbröselt der Keks. Es wird halt leider anscheinend nicht passieren. Vielleicht, wenn die beiden weiterhin im Dschungelcamp bleiben, wird das Ganze noch gestärkt und es gibt mehr Gelegenheiten, wo man sich gegenseitig irgendwie die Toilette reparieren könnte. Aber... Gronkh ist heute dran. Ja. Er muss sich darum kümmern. Der kann das dann gleich mal machen. Der Arme muss den ganzen Tag lang hier nur schuften. Morgen lassen wir mal Bonnies schnitzen und jemand anders muss zur Dschungelprüfung antreten. Wir haben immer noch eine ungerade Zahl und solange wir eine ungerade Zahl haben, gibt es keine Teamkämpfe. Ja. Und das bedeutet, wir haben wieder eine Challenge, wo einer oder zwei oder vielleicht auch drei Sims alles erreichen müssen. Darf ich fragen, welche Dschungelprüfung? Das wird noch nicht verraten. Eventuell könnt ihr auf dem Community-Feed meines YouTube-Kanals und auf Twitter morgen schon mal die ein oder andere oder eventuell auch übermorgen, je nachdem, wenn wir das Ganze aufnehmen, Ankündigungen dazu sehen. Oder vielleicht sogar schon heute. Ja, wahrscheinlich. So, ja gut, unserem Dschungelcamp geht es eigentlich soweit ganz gut. Der Tag war ganz flockig. Le Floyd hatte eine neue Freundin. Ich weiß nicht, wo die ist. Eine neue alte Freundin. Eine neue alte Freundin aus einem früheren Leben. Die ist auf jeden Fall in das Zelt von Kelly und Rezo gegangen vorhin. Vielleicht ist sie jetzt da drin. Die Sanvi Kumar, seine feste Freundin. Oi. Alles klar, Leute. Man sieht sich das nächste Mal wieder im Dschungelcamp. Freut mich, wenn ihr wieder einschaltet. Macht's gut. Bis dahin. Und freut euch auf die Prüfung.